Und hallo Leute, willkommen zu einem neuen Anime-Review von der Anime-Folge 355. Mit mir Loki, wie immer. Okay, in dieser Folge ist es immer noch ein Filler. Aber diesmal fängt so an, dass Danzo so sagt, dass er einen Ersatz für sein rechtes Auge braucht. Und dass der ein neues Sharingan braucht, halt wie gesagt, einen Ersatz. Und deswegen schickt halt dann so den Yamato und noch einen Ninja los, um Kakashi ausfindig zu machen. Halt ihn sogar noch, halt ihn zu beobachten. Er war an der, danach, als der Ausschnitt fertig war, kam auch schon, dass wo Kakashi auf dem Friedhof war. Als Kakashi vom Friedhof wegging, ging Yamato zum Grab und hat geguckt. Auf dem Grab steht Rin. Rin, was stand da nochmal? Rin, Rin. No, 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 warte. Nohara war das. Danach ist Kakashi zu dem dritten Hokage gegangen. Der vertraut ja den dritten Hokage und ist bei dem. Ist, glaube ich, nicht so sehr bei der Anbu, eher bei dem dritten Hokage. Hält zudem. Deswegen schickt der dritte Hokage Kakashi los, um Orochimaru zu suchen, weil die das Versteck von Orochimaru gefunden haben. Er soll das durchsuchen. Er wird losgeschickt, er läuft. Später kommt der Danzo, redet mit dem dritten Hokage. Er sagt ihm, dass sein Team sich darum kümmert. Und dass er exzellente qualitative Anbus hat, aber trotzdem geht der dritte Hokage sicher und schickt Kakashi lieber. Kakashi kommt da an der Höhle, sieht das, geht runter, läuft weiter. Dann auf einmal war an einer der Türen ein Siegel. Er hat gegen das Siegel irgendein Jutsu eingesetzt und als er das Siegel abnehmen wollte, ist er einfach explodiert. Einfach so. Später aber einmal hat er bemerkt, dass niemand verfolgt und das war Yamato gewesen. Er ging mit Yamato dann weiter. Durch den Raum Yamato hatte sein Kunai bei sich und wartete nur auf den Augenblick, um ihn anzugreifen. Später waren die in einem Labor, haben der Reagenzgläser, Papiere und so alles drumherum gehabt. Später erinnerte sich der Yamato an seine frühere Zeit, wo er der einzige Person war, die noch lebte und den Orochimaru und dann so anguckten. Er konnte ja hören, was Orochimaru sagt, also hat er gesagt, dass er auch dieses Kind ausschalten wird oder so, oder das Experiment neu starten wird oder mit ihm Experimente machen wird. Irgendwie ist er teils ausgeflippt. Ist der ausgeflippt, darf er nicht ausgeflippt, sagen wir mal so, der ist ausgeflippt, bisschen. Aus dem kam Holz raus und auf einmal wurde der entdeckt von Danzo. Danzo hat gesagt, dass er lebt und dass er das Mokuton beherrscht, hat den mitgenommen, aufgezogen. Später hat sich die Sequenz geändert, die sind wieder in den nächsten Raum gegangen. Yamato hat das Schloss geknackt mit seinem Holzversteck dazu. Hat so einen Schlüssel gefunden mit seinem Finger. Dann reden die über die Seiten von Danzo und der Befehl des Hokage. Dass er Yamato mehr auf den Danzo hört. Und dann griff, sag ich noch, greift Yamato auf einmal Kakashi an. Mit seinem Kunai. Yamato, sag ich noch. Kakashi hat eine kleine Schiffwunde. Die kämpften. Kakashi hat sich zurückgezogen irgendwo. Hat seine Wunde versorgt und hat sich Sharingan aktiviert. Dann wird er gefangen und dann, wo. Dann hat Yamato mit einem Schwert zugestochen. Das war ein Doppelgänger, der zerstört wurde. Dann auf einmal war Kakashi hinter ihm. Mit einem Kunai. Er sagt, warum er ihn angreift. Er sagt, rede. Er redet nicht. Dann benutzt er seine Mokuton-Jutsus. Aber wurde von Kunai von Kakashi getroffen.
Später kam wieder Zwischensequenz von Yamato, der noch klein war, wo Danzo gesagt hat, dass er ihn trainieren wird. Und dass er sagt, dass Orochimaru ein Kriegsgram wäre, obwohl er es auch ist. Aber Yamato schon in so einem jungen Alter direkt zur Anbu. Extrem. Ja. Später hat er in die Leichen, na Leichen sag ich noch, dass die Gräber der 59 Kinder gezeigt, die eigentlich das Mukton auch beherrschen sollten. Und dann hat Yamato einen kleinen Spross gesehen. War irgendwie überglücklich. Später Verlauf wurde dann so wieder, dann sag ich noch, der Yamato gezeigt, wo der noch älter war und wo er die einzelnen Elemente, die er hat, zeigen sollte, wie zum Beispiel das Suiton und das nicht Mokton, Karton, was es gibt, Karton, Suiton, Futon, Doton zeigen sollte. Dann kam der Danzo, hat gesagt, du bist bereit, trainiert zu werden. Da hat er gesagt, ja, wofür? Ja, ich trainiere dich jetzt ab sofort. Da hat er von denen eine Schriftrolle bekommen, wo er die Jutsus von dem Ding angetragen hat, von dem ersten Hokage und die lernen sollte, damit der stärker wird. Dann auf einmal hat die Zwischensequenz gewechselt zum Kampf von Kakashi und Yamato. Die kämpfen beide nebeneinander mit Shurikens und Kunais. Trotzdem wundert es mich, dass Kakashi den Angriff nicht eher ausweichen kann. Trotz Sharingan. Später denn dann so angegriffen. Kakashi hat Schaden erlitten, schon extrem. Dann wurde er in so eine Holzkuppel eingesperrt. Kakashi hat die Holzkuppel zerstört mit einem, ist das, ja, seinem Raikiri, sagen wir mal. Später hat den Yamato gefragt, warum er Rin getötet hat die ganze Zeit. Warum, warum, warum? Warum er kein Nuken geworden ist und ein Ach, warum er ein Nukenin wird, hat Kakashi zu Yamato gesagt. Dann ist Kakashi zu Yamato gerannt. Yamato griff mit, hat, krieg sag ich noch, hat mit seinem Mukton angegriffen. Kakashi hat es abgewehrt, ist auf ihn draufgegangen. Er liegt auf ihn. Mit dem Raikiri und hat zu ihm gesagt, dass er es nicht geschafft hat, seine Freunde zu beschützen. Und dass seine Freunde durch sein eigenes Chidori draufgingen. Yamato hat sich an die Zeit zurückgeerinnert, wo er nicht es geschafft hat, seine eigenen Freunde zu beschützen. Und dass er kein Verräter ist und dass er auch kein Verräter sein soll. Und dann auf einmal im Hintergrund sah man in dem Behälter eine Schlange. Ich vermute mal, die Schlange ist Orochimaru. Und ab da hat es geendet, Leute. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Ist ein bisschen lang ausgefallen. Sorry, dass es zu spät gekommen ist. Ich hatte leider vergessen, das Review aufzunehmen. Aber meine Schuld ist unverzeihlich. Na, was soll's, Leute. Bis dahin und ciao. Bäh.